Sie sind inzwischen Geschichte, die Flüchtlingszelte von St. Georgen. Anfang der Woche wurden sie abgebaut. Rund 100 Flüchtlinge waren hier vorübergehend untergebracht, sehr zum Unmut von Bürgermeister und Landeshauptmann. Der wegen der Zelte von Innenminister Karner einberufene Ländergipfel aus Sicht der Oberösterreichischen Volkspartei erfolglos. Das Thema kann ja nicht sein, suchen wir noch mehr und noch mehr Quartiere. Wir können einfach nicht ohne Begrenzung Leute, Flüchtende nach Österreich lassen. Das müssen auch andere europäische Länder stemmen und das muss die EU jetzt endlich auf die Reihe bekommen. Der Ball liege also bei der EU. Die würde weiterhin die illegale Migration nicht eindämmen, sondern Staaten wie Österreich zu viele Flüchtlinge zumuten. Österreich ist hier wirklich schon sehr, sehr, ich möchte nicht sagen überfordert, aber an der Grenze der Überforderung. Die ÖVP hat im vergangenen Landtag per Resolution Anpassungen in der europäischen Asylpolitik gefordert. Es geht darum, dass die Außengrenzen geschützt werden, dass es auch Verfahren, was die Asylwerber angeht, gleich an den Außengrenzen gibt und dass es dann auch dort, wenn es nötig ist, zu Abschiebungen kommt. Auch die Linzer Krawallnacht und die Übergriffe von Jugendlichen auf Taxilenker haben den Landtag beschäftigt. Dieser hat sich bereits zum zweiten Mal hintereinander intensiv mit dem Thema Sicherheit auseinandergesetzt. Wir brauchen ein stärkeres Durchgriffsrecht der Polizei gegen Jugendbanden durch Anwendung des Hooligan-Paragraphen, den es ja gibt. Wir brauchen eine Durchforstung des Jugendstrafrechts, denn es kann ja nicht sein, dass ein 13-jähriger Gewaltverbrecher ungeschoren davonkommt. Und letztlich brauchen wir mehr Befugnisse für die Polizei, für die Ermittlungstätigkeit im Internet. Dort kann die Polizei aufgrund von Datenschutzgesetzen nämlich nur sehr spärlich ermitteln. Vor allem braucht es aber bei all diesen Themen Tempo und schnelle Gesetzesänderungen, sagt die ÖVP.